Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und unsere Vortragsreihe der Technischen Universität München zu Covid-19, zu Corona und verschiedenen Themen heute wieder verfolgen und mit dabei sind. Wir haben heute wieder einen tollen Experten zu einem wichtigen Thema. Es geht heute darum, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen ausgewiesenen Experten hier aus der TUM-Kollegenschaft dafür begeistern konnten. Es ist Herr Gunter Friedl. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Controlling hier an der TU München und Dekan der School of Management. Seine Forschungsinteressen liegen genau auf dem Gebiet der Corporate Governance, der Vorstandsvergütung, ein sehr interessantes Thema, Performance-Messung und Unternehmens- und Patentbewertungen. Er hat Physik studiert an der TU, aber auch Betriebswirtschaftslehre an der LMU. Er war dann Professor für BWL am Lehrstuhl in Mainz und war aber auch im Ausland, hat Forschungserfahrungen gesammelt in Stanford und auch an der Universität in Warschau. Er hat viele Bücher zu diesem Thema geschrieben und natürlich fokussieren seine Forschungsarbeiten auch auf dem Gebiet und dafür hat er ganz, ganz viele Auszeichnungen bekommen und wird auch immer wieder zitiert in der Financial Times, in der FAZ, in der Huffington Post und ist auch immer wieder Gast in Sendungen zu diesem Thema in den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sind also sehr gespannt auf seinen Vortrag, was er dazu zu sagen hat, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Deutschland hat oder vielleicht auf die ganze Welt. Sie kennen es, wenn Sie schon öfters dabei waren. Sie hören erst den Vortrag, den Sie jetzt entweder live verfolgen können oder auch später nochmal im YouTube-Kanal der TU München sich anhören können. Sie können über die Chat-Funktion dann Fragen stellen, die wir dann am Ende des Vortrags mit Herrn Professor Friedl diskutieren werden. So, jetzt habe ich aber genug geredet und jetzt zu den Inhalten. Lieber Herr Friedl, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Kichle, und ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Chance habe, ein bisschen was über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erzählen. Tatsächlich ist es ja so, dass das jetzt nicht schon immer mein Forschungsgebiet war, sondern dass das letztendlich darauf beruht, was ich insgesamt über die Unternehmen, die Wirtschaftswissenschaften weiß, dass ich weiß, wie Unternehmen funktionieren. Und auf dieser Basis habe ich mal versucht, auch ein paar Daten und Fakten zusammenzustellen, damit man sich ein kleines Bild machen kann, wie die Wirtschaft auf Corona reagiert hat und möglicherweise auch, wie sie reagieren wird. Ich wollte anfangen mit ein paar Folien, die ich auch mitgebracht habe. Jetzt würde ich mal versuchen, einfach meinen Bildschirm freizugeben. Ich hoffe, dass das klappt und wenn es nicht klappt, werden Sie sich wahrscheinlich beschweren. Ich habe jetzt zumindest mal, glaube ich, den Bildschirm geteilt und Frau Kichle, Sie halten den Daumen nach oben. Das zeigt mir, dass es offensichtlich funktioniert. Ja, vielen Dank. So, was möchte ich heute machen? Die Folien sind auf Englisch, aber der Vortrag ist auf Deutsch. Ich hoffe, dass Sie damit zurechtkommen. Ich werde natürlich auch die Folien im Einzelnen ein bisschen noch versuchen zu erklären. Wir werden drei Themen heute besprechen, nämlich einmal, wie haben eigentlich die Märkte, die Aktienmärkte insbesondere, die ja ein Spiegel dessen sind, was die Wirtschaft erwartet, wie haben die Märkte auf die Corona-Pandemie reagiert und was kann man daraus lernen. Wir werden uns anschauen, welche Auswirkungen Covid-19, die Pandemie, auf die globalisierten Lieferketten hatte und was daraus auch für die Zukunft
folgt. Und wir werden uns auch anschauen, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie insgesamt auf unsere Wirtschaft haben kann, wie ganze Staaten reagiert haben, welche vielleicht etwas ein bisschen besser und welche etwas ein bisschen schlechter gemacht haben. Beginnen möchte ich aber mit den Aktienmärkten. Und wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, dann sehen Sie hier die Entwicklung eines globalen Aktienindex seit 1. Januar 2020, also seit Vorbeginn der Pandemie bis heute. Und was Sie sehen, ist, dass wir im März, beginnend eigentlich Ende Februar, als weltweit die Sorge zugenommen hat, die Aktienmärkte ganz massiv reagiert haben. Sie sind auf ein Level gefallen von das etwa 65% des Ausgangsniveaus war, also 35 Prozentpunkte verloren. In dieser Geschwindigkeit und in dieser Dramatik gab es einen solchen Absturz so gut wie noch nie, zumindest nicht auf einer weltweiten Skala. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ein großer Unsicherheitsschock in die Märkte getreten ist. Die Märkte sich zunächst mal einfach Gedanken darüber machen mussten, was das eigentlich alles bedeutet. Und die erste Reaktion unserer Wirtschaft wird es extrem hart treffen. Und nach etwa einem Monat hat man dann angefangen, sozusagen wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen. Und wir sehen heute tatsächlich einen weltweiten Aktienmarktindex, der momentan etwa 16% oberhalb des Niveaus ist, das wir vor der Krise hatten. Das heißt, die Aktienmärkte schauen in die Zukunft und gehen davon aus, dass die Zukunftserwartungen eigentlich sogar besser sind als das, was es vorher war. Wir haben einen fulminanten Anstieg gehabt über die letzten 15 Monate von 75% weltweit. Und das bedeutet, dass offensichtlich die Märkte davon ausgehen, dass wir insgesamt eigentlich mit der Krise nicht mehr so viel zu tun haben werden, zumindest dass die langfristigen Aussichten intakt sind. Allerdings, und das wissen Sie alle, trifft es natürlich nicht auf alle Branchen zu, sondern einzelne Branchen haben tatsächlich von der Krise sogar profitiert, während andere immer noch darunter leiden. Und ich habe das mal hier für den Beispiel des Einzelhandels mitgebracht. Wir sehen, dass Amazon oder Zalando, also Online-Händler, teilweise ihre Börsenkurse verdoppeln konnten, während Macy's, eine Einzelhandelskette aus den USA, jetzt momentan wieder auf Vorkrisenniveau ist, aber sich natürlich deutlich härter tut. Also der langfristig vorhandene Trend weg von den Einzelhandelsgeschäften hin zum Online-Shopping, der ist durch die Krise natürlich nochmal deutlich verstärkt worden. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die drei CEOs von Zalando tatsächlich auch in erheblicher Weise von genau diesen Veränderungen, von dieser fulminanten Veränderung profitiert haben. Die drei zusammen haben insgesamt 130 Millionen Bonus im Jahr 2020 bekommen. Und dazu muss man wissen, dass die eigentlich für ein relativ geringes Grundgehalt arbeiten. Die arbeiten für 65.000 Euro Grundgehalt im Jahr. Das ist jetzt ein Niveau, das tatsächlich auch Absolventen, beispielsweise der TUM School of Management, durchaus erreichen können, wenn sie einen ersten Job bekommen. Aber die Anreize, die die hatten, waren so ausgerichtet, dass sie von diesem massiven Anstieg des Aktienkurses in erheblicher Weise profitiert haben. Und das schlägt sich dann in solchen Zahlen nieder. Auseinanderklaffen unterschiedlicher Unternehmen, das zeigt sich an vielen Beispielen. Die großen amerikanischen Plattform- und Digitalunternehmen, Apple, Alphabet, Facebook, aber auch Netflix, die haben alle von der Krise profitiert und die sind alle deutlich besser heute bezüglich ihrer Aktienkurse da, als das noch vor 1,5 Jahren der Fall war. Und die sind auch alle deutlich stärker gestiegen
als das die gesamte Weltwirtschaft, als das für die gesamte Weltwirtschaft der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass letztendlich all die Unternehmen, die digitale Kompetenzen hatten, die digitale Geschäftsmodelle hatten, die Plattformgeschäfte hatten, letztendlich von dieser Krise profitiert haben. Und dieser Shift, der zeigt sich tatsächlich auch, wenn man sich Umfragen in Unternehmen anschaut. Wenn man sich mal hier den oberen Balken anschaut, die Frage, welche Perspektive haben Unternehmen eigentlich auf das Thema digitale Technologien, dann sehen wir, dass 19 beziehungsweise 38% tatsächlich die digitalen Technologien als zentralen Wettbewerbsvorteil sehen, mit dem sie ihre künftigen Geschäfte gestalten wollen. Das ist also mehr als die Hälfte der Unternehmen, die davon ausgehen, über die Digitalisierung, über digitale Technologien kann ich mich vom Wettbewerb abheben. 30% sehen das als Modernisierung und 10% lediglich eine, wenn man so will, Kosteneinsparung durch digitale Prozesse, die möglicherweise analoge Verwaltungsprozesse ablösen. Und das war vor 3 Jahren noch völlig anders. Vor 3 Jahren waren die Hälfte der Unternehmen der Auffassung, dass digitale Technologien ihnen vor allem Kosteneinsparungen bringen. Sie haben das aber nicht als Möglichkeit gesehen, letztendlich ihr Geschäft auf neue Grundlagen zu stellen. Und das ist etwas, was natürlich die Krise, die Pandemie in besonderer Weise befördert hat. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir, wenn wir uns den deutschen Mittelstand anschauen, insbesondere die ganz kleinen Unternehmen, dann ist es so, dass tatsächlich 30% beispielsweise noch nicht mal eine eigene Website haben. Und das, diesen Digitalisierungsgap zwischen auch kleinen und großen Unternehmen, den beobachten wir tatsächlich. Und nachdem die Pandemie das auch offengelegt hat, ist es kein Wunder, dass auch tendenziell kleinere Unternehmen stärker betroffen waren von der wirtschaftlichen Krise, als es größere Unternehmen waren. Wie stark die Krise als Beschleuniger gewirkt hat, sieht man an dieser Grafik, die deutlich macht, mit welchen Zeitgeschwindigkeiten Unternehmen eigentlich gerechnet haben bei ihren Transformationsprozessen und was dann passiert ist, als es dann Mitte März letzten Jahres dann zum ersten Lockdown kam. Das Thema stärkeres Homeoffice, stärkere Zusammenarbeit auch in digitalen Formaten. Da war die ursprüngliche Erwartung von Unternehmen, dass das etwa 65 Wochen dauert, bis man sozusagen sowas in einem Unternehmen verankert hat. Oder die höhere Nachfrage von Kunden für Online-Käufe. Da gab es auch Einschätzungen aus den Unternehmen, 84 Wochen, also fast 2 Jahre. Fortgeschrittene Technologien im Bereich der Produktion, auch 2 Jahre. Und was dann passiert ist, das sehen wir in der nächsten Spalte. Tatsächlich war es in 2, 3, 4 Wochen soweit, dass die Unternehmen sich umgestellt haben, weil sie es mussten und es ging. Und das war das, was letztendlich dann auch die Beschleunigungskräfte ausgezeichnet hat, die durch diesen staatlich verordneten Lockdown, der wiederum eine Folge der Pandemie war, was das verursacht hat. Also die Wirtschaft hat einen Beschleuniger gekriegt, wie es ihn nur ganz selten gibt. Und dieser Beschleuniger, das konnte man tatsächlich messen in der Umstellungsgeschwindigkeit bei vielen geschäftsrelevanten Themen und Prozessen. Wenn wir jetzt nochmal auf ein paar andere Branchen schauen, möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie groß tatsächlich der Unterschied ist, den Branchen, die sozusagen vor der Krise auch schon in Geschäften tätig waren, die von der Krise letztendlich profitieren, versus Branchen, bei denen das nicht der Fall ist, tatsächlich ist. Infineon, ein Halbleiterhersteller, eine Firma der Chipindustrie, auch hier in München ansässig, hat beispielsweise seinen Börsenkurs ebenfalls fast verdoppelt, was letztendlich ja nichts anderes heißt, als dass die Investoren davon ausgehen, dass künftig Infineon doppelt so hohe Gewinne macht, als sie das noch vor der Krise gedacht haben. Und dagegen die Lufthansa ist immer noch auf deutlich unter Vorkrisenniveau.
Sie ist nicht auf Null abgestürzt, das muss man auch sagen. Es ist ja so, dass die Lufthansa nicht nur im Passagierbereich, sondern eben auch im Luftfrachtgeschäft tätig ist. Und das Passagiergeschäft ist in den Lockdowns teilweise völlig zusammengebrochen, während aber das Luftfrachtgeschäft auch weiterhin sogar Zuwächse hatte. Und deswegen ist es so, dass auch die Lufthansa natürlich Geschäftsfelder hatten, intern, die von der Pandemie durchaus auch ein bisschen sogar profitiert haben. Aber das ist so klein, dass das natürlich von der Gesamterwartung her entsprechend schlecht ist. Wir haben uns auch mal angeschaut, und das ist hier ein Überblick über die Umsatzrückgänge im Bereich Tourismusindustrie, Hospitality-Sektor. Das sind Restaurants drin, Hotels, aber auch kleine Einzelhändler. Und da sieht man, dass praktisch in Deutschland die Lockdowns einen erheblichen Einfluss auf die Umsätze hatten. Der erste Lockdown hat zu Umsatzeinbußen gegenüber dem Vorjahresmonat von fast 2/3 geführt, im Mai zumindest. Das ging im Sommer wieder ein bisschen zurück, aber dann im November, als dann der zweite Lockdown kam, als die zweite Welle kam, ist es sogar auf bis zu 72% im Dezember eingebrochen. Also wir sehen erhebliche Umsatzrückgänge, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ein Unternehmen, das 100 Euro Umsatz macht, hat in der Regel 90, 95 Euro Kosten. Und wenn von dem Umsatz von diesen 100 Euro 72 Euro wegfallen, da können die 95 Euro Kosten nicht komplett eliminiert werden. Es sind immer noch Kosten da, sodass sich erhebliche Verluste aufhäufen, und diese erheblichen Verluste führen dazu, dass ein Unternehmen, wenn es dann das Eigenkapital, wenn es aufgezehrt ist, tatsächlich pleite geht. Interessanterweise haben wir tatsächlich im Jahr 2020 eine sogar niedrigere Insolvenzquote gesehen in der Wirtschaft, als das in den Vorjahren der Fall ist. Also die Wirtschaft hat scheinbar eigentlich die Krise gut verdaut. Das liegt aber daran, dass die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat. Das heißt, wenn jemand tatsächlich pleite war, zahlungsunfähig oder überschuldet, dann musste er nicht mehr einen Antrag auf Insolvenz stellen, weil man eben verhindern wollte, dass Unternehmen, die eigentlich vor der Krise gesund waren, durch die Pandemie eigentlich nur in diese Notlage geraten sind, dann auch insolvent gehen und damit letztendlich dann vom Markt verschwinden und damit letztendlich die Wirtschaftsinfrastruktur zerstört wird. Das ist etwas, was man mit dem Aussetzen der Insolvenzantragspflicht tatsächlich auch erreicht hat. Eine Gefahr, die da ist, besteht natürlich darin, dass es jetzt auch nach der Krise Unternehmen gibt, die eigentlich wirtschaftlich nicht überlebensfähig sind, die aber trotzdem auf dem Markt sind. Und solche Unternehmen können insgesamt der Wirtschaft schaden, also die gesunde Bereinigung der Wirtschaft um nicht lebensfähige Unternehmen gehört zu einem funktionierenden Wirtschaftssystem dazu, und das ist durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht natürlich beschädigt worden, und es ist momentan unklar, das sind sich auch Ökonomen noch uneinig drüber, was wir da im weiteren Verlauf des Jahres 2021 und dann insbesondere 2022 zu erwarten haben. Im deutschen Mittelstand hat die Krise tatsächlich in den unterschiedlichen Phasen zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Die Umsatzrückgänge, die haben Sie gerade gesehen. Interessanterweise ist es so, dass am Anfang tatsächlich auch darüber sich beklagt wurde, dass kein Personal mehr zur Verfügung steht. Das ist dann über den Sommer deutlich zurückgegangen, hat aber jetzt im Januar wieder zugenommen. Und das Thema Supply Chain, die Lieferketten, war auch im Sommer deutlich erleichtert, aber hat im Januar wieder zugenommen. Die aktuellen Daten, sie sollten jetzt wieder besser ausschauen. Wir haben sogar immerhin 14% der Firmen gesehen im deutschen Mittelstand, die ihr Geschäft komplett runterfahren mussten auf null. Also das ist erheblich, und auch die Mietzahlungen, Rückstände dann bei den Mietzahlungen haben eine wichtige Rolle gespielt. Und schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal die Lieferketten ein bisschen genauer an. Und da ist schon beachtlich, dass fast alle der größten 1000 Unternehmen der Welt sich darüber beklagen, dass sie in den Lieferketten Engpässe sehen, die aus Covid-19 relevanten Themen resultieren. Also irgendwo in der Lieferkette gibt es Probleme. Sei es, weil sozusagen die Logistik, die Transportketten nicht mehr funktionieren, sei es, weil teilweise einzelne Unternehmen ausgefallen sind, die sich im Lockdown befinden, sei es, weil einzelne Rohstoffe einfach knapp geworden sind
weil sie nicht mehr abgebaut werden konnten. Also das war tatsächlich das ist für viele Unternehmen ein Thema. Und immerhin 75% sagen, dass das ihr Business negativ oder sogar stark negativ beeinflusst hat. Und deswegen gibt es auch reduzierte Wachstumsprognosen bei immerhin 55% der 1000 größten Unternehmen im Hinblick auf diese Lieferketten-Schwierigkeiten. Und warum das so ist, hängt damit zusammen, dass wir natürlich momentan in einer Weise, in einer globalisierten Welt leben, die was wir uns vor 50 Jahren sicher noch nicht vorstellen hätten können. Ich habe hier mal als Beispiel einfach so eine klassische Lieferkette eines Automobilherstellers mitgebracht. Und das ist jetzt illustrativ und ist nicht vollständig. Also wenn Sie sich typischerweise wird so eine Lieferkette in Tier 1, Tier 2, Tier 3 Supplier unterteilt. Die Tier 1 Supplier, die sozusagen direkt die Systemlieferanten, die direkt dann den Automobilhersteller beliefern. Bosch als weltweit großes Beispiel, die wiederum von anderen Lieferanten die Teile beziehen, elektronische Bauteile beispielsweise, die von Infineon oder Texas Instruments kommen, die wiederum dann teilweise Chips beziehen, die auch wieder dahinter stehen. Und auch da ist es so, dass natürlich die Chips nicht einfach so hergestellt werden können, sondern man braucht Sand, um letztendlich Silizium-Wafer herzustellen. Man braucht große Energiemengen, um das Ganze vernünftig hinzubekommen. Also wir haben hier eine Lieferkette mit einer Komplexität, die viele Unternehmen auch selbst gar nicht so gut verstehen. Automobilhersteller sind da relativ weit, aber viele Unternehmen wissen nicht, und das ist ja etwas, was wir momentan auch in der Diskussion zu dem Lieferkettengesetz sehen, wie viele Zulieferer sie eigentlich insgesamt haben, wenn man die Vorlieferanten auch noch mit in die Betrachtung einbezieht. Und tatsächlich ist es so, dass diese wechselseitigen Verflechtungen zu etwas führen, was in der Betriebswirtschaftslehre als der sogenannte Bullwhip-Effekt, der Peitscheneffekt, bekannt ist. Dieser Peitscheneffekt führt dazu, dass kleine Schwankungen beim Endkunden, ein geringfügig erhöhter Bedarf über eine kurze Zeit, sich aufschaukeln können zum Beginn der Lieferkette, wo es dann massive Ausschläge nach oben oder unten gibt. Das hängt damit zusammen, dass der Endkunde, der möglicherweise aus einem Impuls heraus vielleicht ein bisschen mehr Toilettenpapier kauft, die Supermärkte leer kauft, die daraufhin reagieren, und zwar in der Regel heftig reagieren. Die sehen, oje, wir sind nicht mehr lieferfähig, wir müssen bestellen und wir müssen mehr bestellen. Und zwar mehr, damit wir diese erhöhte Nachfrage, die wir vielleicht nicht verstehen, dann auch erfüllen können. Und diese Mehrbestellungen führen bei den Herstellern von Toilettenpapier dazu, dass die anfangen, natürlich massiv ihre Produktionskapazitäten, die sie hoffentlich haben, zu füllen mit Produkten, die sie dann herstellen. Und das führt dann möglicherweise dann bei den Holzherstellern, bei denjenigen, die ganz am Anfang der Lieferkette stehen, zu einem noch stärkeren Ausschlag. Also dieser Bullwhip-Effekt, der ist empirisch belegt und der ist tatsächlich, der führt zu auch Zyklen in der Wirtschaft, und das ist etwas, womit man als Unternehmen zu rechnen hat, und das ist etwas, was viele Unternehmen tatsächlich auch immer noch nicht ordentlich im Griff haben. Und ein Beispiel, wo man es tatsächlich momentan sieht, das auch ökonomisch einen erheblichen Einfluss hat, ist der Bereich der Halbleiterchips. Da ist es so, dass wir tatsächlich momentan einen Mangel sehen weltweit, den wir so kaum, zumindest den Industrieexperten vor 2 Jahren, so kaum für möglich gehalten hatten. Und es war so, dass wir, also wenn das hängt auch damit zusammen, dass wir im ersten Lockdown, das war ein weltweiter Lockdown, März, April, die Automobilproduktion massiv nach unten gefahren haben, und die Automobilhersteller, die sehr eng verflochten sind mit ihren
Zulieferern, haben sofort die Bestellungen für Chips gekappt. Das sind nicht nur Chips, aber eben auch für die für Halbleiterchips. Und das hat in einem Markt, der damals fast auch schon heiß gelaufen ist, für keine großen Probleme gesorgt, weil die Chiphersteller gesagt haben, das ist uns eigentlich egal, weil in dieser Phase ja auch jeder Computer gekauft hat und neue Handys und iPads, um letztendlich dann aus dem Homeoffice heraus arbeitsfähig zu sein. Und die Nachfrage nach IT-Equipment ging massiv nach oben. In Summe war das also für die Halbleiterhersteller kein Problem. Nur jetzt ist es so, dass sich das Bild sozusagen verändert hat. Auch die Automobilnachfrage ging wieder zurück nach oben. Und jetzt haben die Automobilhersteller natürlich wieder angeklopft bei ihren Chipherstellern, die aber keine Kapazitäten mehr haben, weil die Kapazitäten letztendlich für die erhöhte Nachfrage aus dem IT-Bereich benötigt wird. Und das sieht man beispielsweise, wenn man die Prognosen im Hinblick auf die Umsatzzahlen anschaut und mit den tatsächlichen Werten dann vergleicht. Im Bereich der PCs beispielsweise sieht man hier, dass die Prognose eigentlich ein Umsatzwachstum von null vorgesehen hat, wenn Sie da auf diesen zweiten Punkt hier schauen. Aber tatsächlich hat sich ein Umsatzwachstum von 11% ergeben. Und das ist quer über alle Branchen, auch im Bereich der Speicherkapazitäten. So, das ist bei Consumer Electronics so, bei Servern, bei Wired Communication. Einzig und allein die Automotive-Industrie, die hat ihre sozusagen ursprüngliche Prognose von 7% Wachstum dann zu einer minus 10%igen Reduktion umgestellt. Und die hat jetzt darunter zu leiden, dass sie letztendlich keine Chips mehr hat. Das ist das, was momentan ja auch regelmäßig durch die Presse geht. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass diese nicht verfügbaren Chips zu einem Verlust von 61 Milliarden US-Dollar in der Automotive-Industrie in diesem Jahr führen. Also das sind die Nachfrage wäre da seitens der Endkunden, aber die Autos sind nicht verfügbar. Zu was das führt, ist eigentlich auch klar. Das sind im Prinzip dann Preiserhöhungen, mit denen darauf reagiert wird. Und auch das sehen wir ja momentan über die gestiegenen Inflationsraten, die wir momentan in vielen wichtigen Märkten der Welt beobachten. Das wirft natürlich die Frage auf, ob wir unsere Lieferketten langfristig umstellen müssen. Und das ist tatsächlich ein Thema, das in den Unternehmen diskutiert wird. Wir haben lange Zeit in vielen Unternehmen die Lieferketten auf hohe Effizienz getrimmt. Hohe Effizienz heißt möglichst niedrige Warenbestände, Just-in-Time-Lieferkonzepte, die dann, wenn ein Teil benötigt wird, es sozusagen punktgenau, termingenau anliefern und es auch termingenau beim Vorlieferanten hergestellt wird. Und das bedeutet natürlich, dass sowas zwar effizient ist, ökonomisch effizient, weil niedrige Lagerbestände nur vorzuhalten sind, gleichzeitig aber kleine Fehler dazu führen können, dass dann sofort die Produktion komplett zum Erliegen kommt. Und das ist etwas, was inzwischen dazu führt, dass man stärker resilientere Lieferketten aufbauen will, die letztendlich Puffer vorsehen, wo man also nicht mehr ganz so stark sich mit dem Thema beschäftigt, wie können wir eigentlich dann die letzten Effizienzreserven noch rausholen, weil die Risiken der Nichtlieferfähigkeit deutlich stärkere Beachtung in vielen Branchen und in vielen Bereichen finden. Und das kann man hier dieser Abbildung entnehmen, wo beispielsweise die zweite Zeile Automotive so zu lesen ist, dass der mögliche Verlust einer Disruption in der Lieferkette zu einem negativen Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar führt bei einem großen Automobilhersteller, was 56% im Schnitt des Gewinns vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen bei diesem Hersteller ausmacht. Also das sind gewaltige ökonomische Effekte, die das hat, und die führen letztendlich dazu, dass dort ein neues Denken im Hinblick auf die Lieferketten angefangen hat.
Und das neue Denken wird momentan ja von der Politik auch gefördert, vielleicht gar nicht mal mit Blick auf diese Richtung, sondern wir sehen ja momentan die Debatte um das Lieferkettengesetz, das letztendlich ja dazu dient, dass transparent gemacht wird, dass in der gesamten Supply Chain, der gesamten Lieferkette auch soziale Mindeststandards aufrechterhalten werden, beispielsweise keine Kinderarbeit stattfindet. Und die Wirtschaft beschwert sich zwar dagegen, aber ein positiver Nutzen dieses Lieferkettengesetzes ist es, dass man sich tatsächlich intensiv mit seiner gesamten Lieferkette auseinandersetzen muss und damit natürlich Transparenz reinkommt, die auch hilfreich ist, um solche Risiken, die in der Lieferkette schlummern, zu erkennen. Diese Transparenz, diese Intransparenz ist tatsächlich da und die ist umso höher, je kleiner die Unternehmen sind. Und wenn man sich mal anschaut, im Hinblick auf das, auf die Frage, wo befindet sich eigentlich das Werk von deinem Lieferanten, können viele Unternehmen noch antworten, wir wissen es. 77% sagen, wir wissen es bei den großen Unternehmen, 71% von den kleinen Unternehmen. Aber wenn man sie dann fragt, kennst du eigentlich die finanzielle Situation deines Lieferanten? Dann ist das Wissen bei den kleinen Unternehmen schon erschreckend geringer als bei den großen Unternehmen. Das wissen 2/3 der kleinen, aber 81% der großen. Und wenn es dann um nicht mehr die direkten Lieferanten geht, sondern die Tier-2-Suppliers, also die Vorlieferanten, diejenigen, die den Lieferanten zuliefern, dann ist dieses Wissen sozusagen auch bei Kleinen noch mal deutlich weniger ausgeprägt und auch bei Großen schon erschreckend gering. Nur 55% fühlen sich da gut informiert. Also diese Transparenz muss meines Erachtens steigen und das könnte jetzt durch das Lieferkettengesetz passieren. Wenn man jetzt mal schaut, wo stehen wir eigentlich in der Pandemie, dann ist es so, dass wir alle hoffen, da bin ich ja zu wenig auch Mediziner, dass ich beurteilen könnte, was jetzt die unterschiedlichen Varianten dann im Verlauf des Sommers und im Herbst noch mit uns machen. Aber es ist zumindest Hoffnung da, wenn man sich die neuen Infektionszahlen anschaut in Europa und Nordamerika. Dort sind die jetzt im Mai deutlich zurückgegangen. Wir sehen aber auch, dass global natürlich immer noch, dass wir global immer noch auf einem unglaublich hohen Niveau sind, insbesondere wenn man Indien oder den asiatischen Raum mit reinnimmt, aber auch in Südamerika gehen die Infektionszahlen immer noch nach oben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir jetzt sozusagen dass wir uns mit dem Learnings aus der Krise beschäftigen, dann müssen wir uns mal tatsächlich überlegen, was sind denn eigentlich solche Gesamttrends, die sich aus dieser Pandemie heraus ergeben. Und ich glaube, da steht jetzt nichts Überraschendes auf der Folie. Einmal ist es klar geworden, dass die Digitalisierung unglaublich stark beschleunigt wurde und für Unternehmen, die das bisher überhaupt nicht als Thema gesehen haben, neue Vertriebskanäle, auch neue Geschäftsmodelle, die stärker auf Digitalisierung setzen, ist es inzwischen ein Thema geworden. Und diejenigen, die vorher schon gut aufgestellt waren, die sozusagen sich vorher ihre Hausaufgaben gemacht haben, die haben die Krise sogar nutzen können, um damit deutlich besser jetzt dazustehen, als es vor der Krise der Fall war. Ein wichtiger weitere Wirkung der Krise ist tatsächlich der Fokus auf Nachhaltigkeit. Das haben wir hatten ja vor der Krise sozusagen ein ansteigendes Bewusstsein für den Klimawandel, aber auch für soziale Themen in den Lieferketten. Und das ist jetzt tatsächlich auch im Zusammenhang mit der Krise nochmal deutlich stärker gestiegen. Viele Regierungen, ich werde es nachher nochmal zeigen, haben Programme gestartet, wo sie letztendlich nicht nur der Wirtschaft helfen, sondern wo sie gleichzeitig der Wirtschaft bei ihrem Transformationsprozess helfen, hin zu einem insgesamt nachhaltigeren Wirtschaftssystem. Und ich bin insgesamt auch optimistisch, was sozusagen unser gesamtes staatliches System angeht, weil dort Agility, Agilität, Beweglichkeit meines Erachtens schon in hohem Maße da war. Wir haben bei aller Kritik an Fehlern, die auch gemacht wurden seitens der Regierungen, haben wir doch gesehen, wie schnell sich Regierungen und komplexe Organisationen letztendlich dann zu bestimmten Themen durchringen können. Manchmal hätte man sich sicher gewünscht, dass das alles ein bisschen schneller gegangen wäre, aber wir haben dann insgesamt schon gesehen, dass wir in einer Weise heute jetzt
auch weit fortgeschritten sind mit Impfungen, wo vor 16 Monaten einfach noch eigentlich gar nichts da war. Und das ist etwas, wo man schon, wenn wir diese Beweglichkeit uns sozusagen erhalten und auch für bei anderen Themen, zum Beispiel beim Klimawandel, in irgendeiner Weise auch politisch einsetzen können, dann wäre das sicher etwas, was wo die Pandemie tatsächlich auch etwas Gutes bewirkt hätte. Und diese Beweglichkeit ist durchaus teuer erkauft worden. Das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Wir haben tatsächlich in allen Ländern dieser Welt massive ökonomische Stimuluspakete gesehen. Und diese ökonomischen Pakete, die liegen etwa den Faktor 10 über dem, was wir in der letzten großen Krise, in der Finanz- und Wirtschaftskrise mit der nachfolgenden Euro-Krise hatten, 2008, 2009. Damals, 2008, 2009, hat Deutschland beispielsweise 3,5% des Bruttosozialprodukts, des Bruttoinlandsproduktes als ökonomischen Stimulus investiert, um die Wirtschaft wieder voranzubringen. Auch da gab es damals einen Rückgang im vierten Quartal 2008 um etwa 5% der Wirtschaftsleistung, also massiven ökonomischen Rückgang. Heute sind allein in Deutschland 33%, wenn man alle Programme zusammennimmt, der jährlichen Wirtschaftsleistung aufgerufen als Pakete, die für eine ökonomische Prosperität sorgen sollen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Japan so, in Frankreich, in UK, USA, Kanada. In den USA ist jetzt das aktuelle Biden-Programm noch gar nicht drin. Also wir sehen, dass die Welt hart reagiert hat, und zwar mit einem wirklich gewaltigen Stimulus, der dann hoffentlich Wirkung zeigen soll. Ob er Wirkung zeigt und wie er Wirkung zeigt, da ist noch nicht ganz klar, was da eigentlich rauskommt. Was wir gesehen haben, und ich habe hier mal eine aktuelle McKinsey-Studie hier rausgenommen, die tatsächlich erst vorgestern erschienen ist. Wir sehen, dass Länder, die hier durch diese Bubbles repräsentiert sind, unterschiedlich reagiert haben und dass man diese unterschiedlichen Reaktionen in 4 Cluster unterteilen kann. Die lila Cluster, das sind Länder, die effektiv reagiert haben, und zwar in 2 Dimensionen. Einmal im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgen der Krise. Da geht es gemessen über die Sterblichkeit, wie viele Tote gab es. Und zum anderen über die den Verlust an Wirtschaftswachstum, an Bruttoinlandsprodukt. Dort wurde gemessen, wie stark sozusagen dieses Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorkrisenniveau eingebrochen ist. Und lila ist eine harte, schnelle Reaktion gewesen. Da haben nicht alle viel Geld in die Hand genommen, manche teilweise nur 1, 2, 3% des Bruttoinlandsprodukts, aber die haben hart und schnell reagiert. Bei den hellblauen Bubbles handelt es sich Länder, die zwar effektiv reagiert haben, wo aber ein externer Schock, beispielsweise ein Schock der Tourismusindustrie, weil man davon abhängig ist und weil letztendlich keine Touristen mehr kommen konnten, dazu geführt haben, dass man tatsächlich einen erheblichen Einbruch im Bruttoinlandsprodukt hatte. Also gute Reaktion, aber ökonomische Wirkungen durchaus messbar, aber gesundheitlich zumindest vernünftig. Und dann sehen wir die dunkelblauen und die schwarzen Kreise. Und die dunkelblauen sind diejenigen, die tatsächlich eben im Hinblick auf das Gesundheitssystem zu zögerlich reagiert haben. Lockdown zu wenig effektiv. Das sieht man tatsächlich dann auch an der Anzahl der Todesfälle. Da sind bei den dunkelblauen die wirtschaftlichen Folgen noch relativ begrenzt, weil die zumindest die entsprechenden ökonomischen Stimuli-Pakete haben. Und da sieht man schon, für die war das teuer. Das sind nämlich alles relativ große Kreise. Und je größer der Kreis, desto größer war der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, das aufgebracht wurde. Und bei den Schwarzen, da sieht man diejenigen, die sozusagen am schlechtesten reagiert haben, teilweise auch mit viel Geld, aber die einfach eine hohe Zahl an Toten zu beklagen hatten und gleichzeitig in erheblicher Weise einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Und jetzt sind die Prognosen unterschiedlich, wie es sozusagen rausgeht. Ich habe hier mal 2 Szenarien, Szenario A1 und A2, aufgeführt. Das A2 ist sozusagen
ein bisschen langfristig, ein bisschen oder kurz, das ist langfristig ein bisschen pessimistischer als A1, das ein bisschen aggressiver sozusagen ist. Und da sieht man, dass insbesondere China von allen Beobachtern als Land angesehen wird, das sehr gut aus dieser Krise herauskommt. Wir haben 2021 ein Wirtschaftswachstum, das dann zwischen 7 und 11% ist, je nachdem, welches Szenario man betrachtet. Und auch 2022 soll das Wirtschaftswachstum auf diesem hohen Niveau sein. Und wenn man sich dagegen dann die USA anschaut, dieses Jahr relativ gut, aber für 2022 sind da Beobachter ein bisschen skeptisch, das wird man sehen. Bei der Eurozone ist es, wenn man so will, umgekehrt, da ist das Wachstum 2021 tatsächlich relativ begrenzt. Das ist etwas, was momentan ja auch ein bisschen kritisiert wird, aber da sind die Beobachter dann für 2022 mit 5% Wachstum deutlich optimistischer. Also insgesamt kann man sagen, der starke Einbruch wird über den Zwei-Jahres-Zeitraum in allen Weltregionen wieder wettgemacht, wobei China vermutlich die inzwischen starke Stellung noch mal stärker ausbauen können wird. In Deutschland ist vielleicht interessant, dass die Bundesregierung in dem 55-Milliarden-Euro-Paket, das ja bereits vor einem Jahr verabschiedet wurde, insbesondere auch auf Zukunftsfelder setzt. Und deswegen ist es schon ein wirklich interessantes Paket, weil da kann man sagen, da ist viel Richtiges drin. Man setzt beispielsweise auf das Thema Klima, den Energieübergang, wo allein 9 Milliarden Euro für wasserstoffrelevante Forschungsthemen zur Verfügung gestellt werden. Man hofft damit beispielsweise Stahl in Zukunft, Zement in Zukunft ganz anders herstellen zu können und den Energieverbrauch dort wesentlich grüner zu gestalten. Im Bereich der Digitalisierung sind es Themen wie auch Quantentechnologie, Quantum Computing, die dort eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch in das 5G-Netzwerk sollen nochmal 5 Milliarden fließen. Und wir sehen, dass wir im Bereich der Pandemieforschung, aber auch in der Pandemiekontrolle in erheblicher Weise 22% dieses 55 Milliarden Euro-Pakets investieren und nachhaltige Mobilität. Und da gibt es auch nochmal ein ganz gehöriges Programm dafür, dass beispielsweise nochmal die Elektromobilität stark ausgebaut wird über Ladestätten, Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für neue Batterietechnologien. Also da wird letztendlich mit diesem ökonomischen Stimulus gleichzeitig auch auf eine ökologische Transformation der gesamten Wirtschaft gesetzt. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das charakterisiert das ökonomische Stimuluspaket in vielen europäischen Ländern und auch in der EU insgesamt, wo ja auch nochmal wirklich in erheblicher Weise investiert wird. Sodass wir insgesamt jetzt sagen können, die Pandemie hat wirtschaftlich im Wesentlichen bestehende Megatrends verstärkt. Es ist nichts, was sich grundsätzlich geändert hat. Wenn man an so Dinge denkt wie den Einzelhandel in den Innenstädten. Wir haben bereits vor der Pandemie in vielen Städten eine rückläufige Nachfrage nach Einzelhandelsgeschäften gesehen. Die Pandemie hat das natürlich durch den Lockdown massiv verstärkt, der Lockdown die Menschen daran gehindert hat, in die Geschäfte zu gehen. Die sind geschlossen worden und die Menschen kommen nicht mehr zurück. Die Menschen haben sich dann gewöhnt. Und das ist etwas, was vorher schon erkennbar war und was jetzt sich tatsächlich verstärkt und wo wir heute eigentlich vor dem Thema stehen, was machen wir denn, was machen Einzelhändler eigentlich im Hinblick auf die Aufteilung online Offline-Geschäft. Es wird sicher immer noch auch Offline-Käufe geben, aber dieser Megatrend, den hat man einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Digitalisierung der Nachfrage, die ist etwas, was wir in vielen Bereichen erleben und wo sich Unternehmen einfach darauf einzustellen haben und die Nischen, wenn Unternehmen Nischen besetzen, die sozusagen außerhalb des digitalisierten Bereichs sind, dann kann das im Einzelfall eine Zeit lang gut gehen, aber eine dauerhafte Strategie lässt sich darauf meines Erachtens nicht aufbauen. Auf der anderen Seite sehen wir einen Wechsel, möglicherweise weg von der Globalisierung. Auch das ist ein Megatrend, der schon vor der Pandemie kam mit stärker protektionistischen Elementen. Wir alle wissen,
wie der Handelskrieg zwischen Donald Trump und China oder USA und auch Europa bereits vor der Pandemie losging, weil dort viele auch Länder gesagt haben, wir müssen doch schauen, dass wir wieder unsere Produktion zurückholen in unsere eigenen Länder. Das ist etwas, was man ökonomisch eigentlich nicht rechtfertigen kann, weil ökonomisch natürlich die weltweite Spezialisierung auf bestimmte Bereiche Vorteile bringt. Und diese Vorteile, diese ökonomischen Vorteile, die schlagen sich dann natürlich auch in dem erhöhten Handel wieder. Aber das haben wir schon vorher gesehen, dass der weltweite Handel zurückging. Und jetzt durch die sozusagen geschlossenen Grenzen ist das nochmal ein weiterer Punkt gewesen, der auch bei Regierungen, die vorher weniger protektionistisch eingestellt waren, dazu geführt hat, sich auch Gedanken darüber zu machen. Auch in der deutschen Bundesregierung gab es ja entsprechende Äußerungen, dass man beispielsweise die Maskenproduktion, die Produktion wichtiger Medikamente wieder auch nach Deutschland verlagern will. Was wir sehen, ist, dass wir tatsächlich einfach einen unglaublichen dass die Performance-Unterschiede der Unternehmen noch mal stärker auseinandergehen. Es gibt Unternehmen, die massiv zusätzliches Personal einstellen mussten und wollten jetzt in der Krise. Andere, die alle ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben. Also da sehen wir genau diesen Performance-Gap. Und als sozusagen Mitarbeiter, wenn man eine Stelle sucht oder wenn man sich auch überlegt, in welchen Bereichen möchte ich denn arbeiten, tut man gut daran, sich tatsächlich auf diese Megatrends zu stürzen. Das wird nämlich weitergehen. Alles, was sozusagen im Bereich Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt ist, das ist etwas, wo man vermutlich keine Sorgen sich machen muss die nächsten Jahre. Im analogen Geschäft ist das eben deutlich schwieriger. Und auch da sollte man schauen, dass man auf die Branchen, auf die Trends setzt, die letztendlich jetzt durch die Corona-Krise mit einer Wucht offengelegt wurden, wie das vorher sicher nicht bekannt war. Und jetzt, was wir auch sehen, ist, dass das Gesundheitsbewusstsein zugenommen hat. Ist ein breiter Trend. Ich erlebe das in meiner eigenen Familie, wo mir meine Kinder sozusagen vorhalten, dass ich, wie ich Dinge essen kann, wo sie nie auf die Idee kämen, sowas zu essen, und wo ich deutlich gesundheitsbewusster inzwischen einkaufen muss, sage ich schon. Also auch Bewegung spielt eine wichtigere Rolle. Also das ist etwas, was natürlich in der Pandemie schwierig war, aber wo auch tatsächlich auch ein Fokus drauf gelegt wird. Und meines Erachtens ist das tatsächlich auch eines der Themen, wo wir die Wirtschaft, die dort gute Ideen hat, letztendlich, wo es dort nach oben gehen wird. Und was auch in einer Weise sich beschleunigt hat, die ich selber kaum für möglich gehalten hatte, ist, dass der Kapitalismus oder ich sage jetzt mal die Wirtschaftsform, die darauf gerichtet ist, dass Eigentümer diejenigen sind, die das Sagen haben und die letztendlich dann auch die ökonomischen Vorteile haben, dass das stärker verbreitet wird in Richtung einer Stakeholder-Wirtschaft. Und das ist, ich mache selber den Test, weil ich seit 13 Jahren eine Vorlesung gebe, die heißt Value-Based Management, wertorientiertes Management, wo es darum geht, dass man letztendlich sich die Frage stellt, wie sollte man eigentlich ein Unternehmen führen, und sodass der Gesamtwert maximiert wird. Und da war es bis vor der Pandemie so, dass in der Regel zwei Drittel der Teilnehmer in den Klassen bei mir gesagt haben, eigentlich ist es doch vernünftig, das sozusagen aus einer Eigentümersicht herauszuführen, die Shareholder-Value-Perspektive zugrunde zu legen. Und ein Drittel hat dann gesagt, ja, eigentlich müssten wir das schon breiter sehen und auch die anderen Stakeholder mit einbeziehen und die auch. Und das hat sich jetzt in der Pandemie geändert, und zwar interessanterweise wirklich auch in meinen Klassen. Wenn ich dort jetzt frage, wie ihr das seht, dann sagen inzwischen fast alle, eigentlich müsste das breiter einbezogen sein. Also wir dürfen nicht nur auf den Shareholder achten, wir müssen natürlich die Kunden, die Lieferanten, den Staat insgesamt, die Gesellschaft mit einbeziehen in die Überlegungen, wie ein Unternehmen zu agieren hat. Und das ist etwas, was meines Erachtens tatsächlich auch innerhalb der Wirtschaft eine fundamentale Veränderung ist und die wir auch einfach zur Kenntnis zu nehmen haben. Das zeigt sich beispielsweise, dass selbst in, ich nenne es jetzt mal, kapitalistischen Ländern wie in den USA, die großen Wirtschaftsbosse sozusagen auf dieses Thema
geschwenkt sind und sich dort sozusagen verbal positionieren, aber tatsächlich auch mit Geld positionieren. So, und damit haben wir, damit habe ich versucht, so einen kleinen Ausblick zu geben, was bleiben wird nach der Pandemie, wie sich die Wirtschaft tatsächlich dann aufstellen wird. Und ich freue mich jetzt natürlich sehr über jegliche Fragen, jegliche Diskussion, jegliche Kommentare und hoffe, dass es ein bisschen interessant war. Ja, lieber Herr Friedl, ganz herzlichen Dank für Ihren tollen Vortrag. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich in die Diskussion ein. Hier mit der ersten Frage von unserer Zuhörerschaft. Wohin ist Deutschland nach der McKinsey-Dispersion einzuordnen? Daraus sind nämlich die wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen und ihre Effektivität ersichtlich. Ich nehme an, das war dieses Bild mit den Bubbles, oder? Ja, genau, das war das Bild. Ich vermute auch, dass es um dieses Bild hier geht. Ehrlich gesagt, ich kenne die Namen der Länder nicht, die sich hinter den Bubbles verbergen. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo es einzuordnen wäre, aber das können wir natürlich diskutieren, es ist auf jeden Fall, Deutschland hat auf jeden Fall eine sehr große Bubble. Also die Blase war groß, weil Deutschland unglaublich viel investiert hat. Und da sehen wir ja ein paar von diesen sehr großen Blasen. Und Sie, Frau Kichle, kennen wahrscheinlich die Gesamtzahl der Toten, sodass man es darüber wahrscheinlich erkennen könnte. Aber ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich ein dunkelblaues war. Also wir waren ja am Anfang im ersten Lockdown sehr effektiv, aber dann ging es ja mit der zweiten und dritten Welle deutlich schlechter. Und wenn man sich das dann insgesamt anschaut, das geht ja bis Q1 2021, dann wird man wahrscheinlich hier bei dieser dunkelblauen oberen Blase möglicherweise sein. Mhm. Ja, also hätte besser sein können, sagen wir es mal so. Mhm. Die Frage dann zu beantworten. So, dann hier eine weitere Frage. Wie stark darf der staatliche Paternalismus greifen, damit die Wirtschaft davon profitieren kann, ohne dass die Wirtschaftsfreiheiten eingebüßt werden? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das wird ja momentan auch in der Volkswirtschaftslehre tatsächlich intensiv diskutiert. Wie stark soll der Staat eingreifen in die Wirtschaft? Wenn man mal sozusagen zurückblickt, dann war es ja so, dass Keynes derjenige war, der John Maynard Keynes, der gesagt hat, der Staat sollte immer dann eingreifen, wenn es der Wirtschaft sozusagen schlecht geht und für die Nachfrage sorgen, damit letztendlich die Wirtschaft wieder erblühen kann und sollte dann aber auch sparen, wenn es brummt. Und das war ja dann in Ländern wie Deutschland, war Keynes lange Zeit tot. Und man hat das Gefühl, dass dieses Gedankengut ist jetzt wieder stärker da. Also der Staat ist bereit und es ist auch gesellschaftlich akzeptiert, dass er wirklich in erheblicher Weise da reingeht. Und ich teile die Sorge, dass damit tatsächlich auch Wettbewerbsverzerrungen entstehen können, die möglicherweise dann dazu führen, dass tatsächlich dann die Bereitschaft des Einzelnen, unternehmerisch aktiv zu sein, damit vielleicht ein bisschen reduziert wird, weil man jetzt nicht sagt, das könnte doch sein, dass oder der Staat wird mir schon helfen. Da muss ich mich nicht mehr selber darum kümmern. Ja. Genau. Also, ich teile das. Okay. Wie ist es denn eigentlich der Gesundheitsbranche ergangen, Herr Friedl, in der Pandemie? Da gab es ja nicht nur Gewinner, sondern auch ganz viele Verlierer. Wissen Sie da was? Ehrlich gesagt, damit habe ich mich jetzt nicht näher beschäftigt, aber da müssten Sie ja eigentlich. Mein momentan, was man ja über die Krankenhäuser weiß, ist, dass die auch, wenn man so will, durch die eigentlich öffentliche Finanzierung seit 20 Jahren eigentlich schon auf einem sozusagen abschüssigen Pfad sind, was beispielsweise die Wirtschaftskraft der Krankenhäuser anschaut. Also es gibt eine Webseite, die heißt krankenhaussterben.de. Da sieht man, dass tatsächlich, das waren vor 20 Jahren, haben wir glaube ich noch 2200 Krankenhäuser in Deutschland gehabt. Inzwischen sind es glaube ich noch 1800 oder so. Also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist erkennbar. Das ist, wenn man die Bankfilialen daneben liegt oder die Anzahl der Banken in Deutschland, das ist ziemlich ein Gleichklang, interessanterweise. Also da, und das sind aber unterschiedliche Gründe, weil die Bevölkerung ja nicht gesünder wird, sondern weil sie älter wird, ja eher kränker. Aber natürlich die
Finanzierung des Gesundheitssystems so ist, staatlich finanziertes Gesundheitssystem mit dem letztendlich Krankenversicherungssystem, dass dort die, also wenn man so will, die Bezahlung nicht in gleichen Weise mit Einklang hält mit den Kosten letztendlich der Gesundheitsbehandlung. Und das ist etwas, was jetzt in der Pandemie, also die Pandemie hat schon dazu geführt, dass es ein paar Gewinner gibt. Das waren diejenigen, die schnell solche Impfzentren beispielsweise hochgezogen haben oder die privaten Teststationen. Wie es bei den Ärzten war, weiß ich nicht, da habe ich keine Daten. Ja, nicht so prickelnd, kann ich Ihnen sagen. Natürlich, weil gerade zum Beispiel in der ambulanten Versorgung, das weiß man ja auch, die Menschen zu Hause geblieben sind und gerade natürlich auch schwerwiegende Erkrankungen auf der Strecke geblieben sind, also nicht frühzeitig diagnostiziert wurden. Also gerade die Präventionsmedizin, die Früherkennungsmaßnahmen, das wurde natürlich klar durch die Pandemie nicht befördert, sondern total abgedreht. Gut, aber das ist jetzt, gehen wir wieder zurück zur Wirtschaft. Hier die weitere Frage dazu. Wie lässt sich die Effizienz des Zusammenspiels der Pandemie und Wirtschaftsmaßnahmen steigern, wenn Deutschland in den dunkelblauen Bereich gehört? Ja, also dunkelblauer Bereich heißt eigentlich, dass man nicht hart genug letztendlich reagiert hat auf die gesundheitsrelevanten Themen. Also ein härterer Lockdown, das ist ja etwas, was auch gefordert wurde, teilweise auch aus der Wirtschaft heraus. Der Clemens Fuß beispielsweise, Präsident des IFO-Instituts, hat ja gesagt, eigentlich jetzt, wir müssen schauen, dass wir die Anzahl der Infektionen massiv runterbekommen, um hart reagieren, um dann sozusagen starten zu können. Und das Paradebeispiel war ja immer China, das man sozusagen genannt hat. Wo man zwar nie weiß, was genau die Zahlen waren, die dort waren, aber es war natürlich so, dass die in einer Weise sozusagen die reingegangen sind, reingegrätscht sind in die Infektionsraten, dass die Wucht des unmittelbaren Abschwungs zwar kurzfristig groß war, aber dass es auch ganz schnell wieder nach oben ging. Das war ja das erste Land, das dann auch wieder angezogen hat. Also und das ist etwas, was ja als Learning war. Ich meine, da bin ich jetzt zu wenig, da kenne ich jetzt die Daten natürlich auch nur vom Lesen. Diejenigen, die hart und schnell reagieren in so einer Pandemie, das sind diejenigen, die einfach gesund, sozusagen im Hinblick auf das Gesundheitssystem besser durchkommen. Und die Frage, was man dann wirtschaftlich machen muss, ist meines Erachtens tatsächlich auf die Zukunftsfelder setzen, weil letztendlich was man nicht machen darf, ist Wirtschaft, die eh schon auf dem Abschwung ist, dann sozusagen mit Subventionen noch länger am Tropf zu lassen, sondern man muss das machen, was die Bundesregierung meines Erachtens richtig gemacht hat, nämlich die in die Zukunftsfelder zu setzen und in die Themen, die die Gesellschaft für die nächsten 5 bis 10 Jahre setzt, dort letztendlich ökonomische Stimuli wirken zu lassen. Aber ich denke auch, ich meine, die Asiaten sind ja auch ein bisschen im Vorteil, weil die ja schon immer mit Epidemien dieser Art Bekanntschaft gemacht haben. Das war ja bei uns in Europa nicht so. Wir haben ja andere Corona-ähnliche Epidemien im Keim erstickt mit solchen Lockdown-Maßnahmen und einfach, glaube ich, dort mehr Erfahrung ist hier, ja, als die dort schon Lockdown hatten. Da, ich kann mich erinnern, hat hier keiner Corona ernst genommen. Erst in Bayern fing es ja dann an, als hier die ersten Erkrankungen auftreten. Erst da ist man hellhörig geworden auf das Virus. Natürlich, klar, weil vorher ja auch immer ähnliche Viren mit ähnlichen Viren, also was ist ähnlichen oder mit anderen Viren, wie ich erinnere an die Vogelgrippe, da wurde ja auch viel Wind sozusagen gemacht und dann war das Ganze doch nicht so wild. Also ich glaube, man hat hier die ganze Sache zu Beginn nicht richtig ernst genommen oder nicht ernst genug genommen. Aber ich will weitermachen mit den Fragen aus dem Publikum. Hier die nächste Frage geht wieder in Richtung Gesundheit, Gesundheitswirtschaft. Wie passen die sinkenden Werte der staatlichen Finanzierung der Krankenhäuser mit unternehmerischen Gedanken zusammen? Naja, ich bin
Fangen wir mal an mit der, sozusagen der Frage, wie wird das Gesundheitssystem eigentlich finanziert? Also wenn wir krank sind, dann wollen wir natürlich, dass wir die bestmögliche Versorgung bekommen als Kranke. Und wir können uns das wahrscheinlich alle nicht leisten, dass wir sozusagen privat für unsere Gesundheit zahlen. Und deswegen gibt es ein System, das ein Krankenversicherungssystem, wo wir letztendlich Beiträge reinzahlen und im Krankheitsfall werden wir letztendlich damit ja, werden wir versorgt. Und dieses Beitragssystem, das ist natürlich eins, wo wir damit die Menge an Geld, die in das Gesundheitssystem reinfließen lassen, limitieren. Möglicherweise ist manchmal sogar die Zahlungsbereitschaft ein bisschen höher, aber das führt dazu, dass man natürlich sich Gedanken darüber machen muss, wie kommt das Geld dann bei denen, die die Gesundheitsversorgung sicherstellen, die Ärzten, Krankenhäusern, wie kommt es dort an? Und das war am Anfang so, dass vor 25 Jahren war es noch so, da haben die Krankenhäuser einfach auf Basis ihrer Kosten abgerechnet. Und dann gab es ja einen Switch des Systems hin zu einem hin zu den DRGs, den Diagnosis Related Groups, wo man gesagt hat, für bestimmte Behandlungen gibt es halt einfach eine bestimmte Erstattung. Da gab es bestimmte Geldbeträge dafür. Und es hat dazu geführt, dass man natürlich plötzlich effizient werden musste, weil man hat einen bestimmten Betrag X gekriegt, 1.000 Euro für eine Behandlung. Und wenn man, aber wenn die Behandlungskosten 1.500 waren, dann hat man mit dem Patienten Verlust gemacht. Und das wollte natürlich niemand. Und das hat natürlich zu vielen unschönen Elementen geführt. Aber das hat auch Effizienz ins Gesundheitssystem, also ökonomische Effizienz reingebracht. Und das ist ja bis heute auch umstritten, dieses Erstattungssystem. Das Gesundheitssystem, also ich habe keine Idee, sozusagen, wie man das Gesundheitssystem richtig aufstellt. Das ist etwas, was meines Erachtens auch unglaublich schwer zu beantworten ist. Aber ich glaube, was sicher so ist, ist, dass wir im Gesundheitssystem immer auch dieses staatliche Element, dieses Versicherungselement mit drin haben müssen, weil wir uns es, glaube ich, nicht leisten wollen als Gesellschaft, dass Leute, die sich die Behandlung ihrer Krankheiten nur dann leisten können, wenn sie das nötige Geld dafür haben. Also wir müssen da letztendlich ja irgendeine Art von Versicherungsprinzip und Umverteilungsprinzip haben, sonst funktioniert es nicht. Und das ist normalerweise halt mit der reinen Lehre der Wirtschaft erstmal nicht vereinbar, wo es darum geht, sozusagen möglichst hohe ökonomische Gewinne zu erwirtschaften. Ja, also das kann man nicht erwarten von Krankenhäusern oder von Universitätskliniken zum Beispiel, die durch die Länder und durch den Bund finanziert werden. Die haben ja Aufnahmepflicht. Also wir müssen jeden kranken Menschen nehmen, was wir natürlich auch gerne machen. Aber nicht jede Krankheit, wie Sie es richtig sagen, und jede Diagnose ist kosteneffektiv oder kosteneffizient. Und natürlich private Träger, die können sich in eine Nische spezialisieren, die jetzt effizient ist und damit natürlich dann auch gut Gewinne machen. Also es kommt immer darauf an, in der Gesundheitsbranche, wo man ist. Ich glaube, da müssen wir noch einen guten Mittelweg finden. Das Optimale haben wir da noch nicht erreicht, um hier eine gerechte Finanzierung, die effizient ist oder kostendeckend ist und auch den ökonomischen Aspekt sozusagen berücksichtigt. Genau. Im Bereich der Pharmaentwicklung, ich meine, wenn ich das noch sagen darf, da ist es natürlich so, dass da schon, da funktioniert ja offensichtlich auch die private Finanzierung. Das haben wir jetzt auch mit BioNTech eigentlich in exzellenter Weise gesehen. Eine Firma, die eigentlich bis zum Jahr 2019 nur Verluste gemacht hat, und zwar in erheblicher Weise Verluste gemacht hat, weil sie natürlich in einer Technologieentwicklung drin war, die von mutigen Investoren finanziert wurde. Und diese Investoren sind jetzt sozusagen belohnt worden. Aber das ist auch nicht klar, dass man belohnt wird, weil wir sehen momentan ja auch die Probleme, die CureVac hat, den Impfstoff irgendwie an Land zu bringen. Da war es sogar so, dass der Staat noch mit eingestiegen ist. Ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie erfolgreich sie letztendlich mit ihrer Impfstoffentwicklung waren. Aber die Investoren dort können natürlich auch scheitern. Und gerade im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, da ist es so, dass da unglaubliche, erstens mal Kapital
Bedarfe notwendig sind. Da, so eine Medikamentenentwicklung kann eine Milliarde auch mal kosten. Die dauert unglaublich lange. Das sind 10, 15 Jahre, wo man letztendlich die Medikamente durch die unterschiedlichen klinischen Studien bringen muss. Und selbst in der Phase 3 kann sowas scheitern. Und dann steht man sozusagen mit null da, obwohl schon dreistellige Millionenbeträge investiert worden sind. Und das muss irgendjemand aufbringen. Und das machen Investoren, aber das können sie natürlich nur in, also sozusagen dann, wenn sie auch die Möglichkeit haben, am Schluss davon zu profitieren, das Geld zu verdienen, dass sie letztendlich dann damit verdienen, dass tatsächlich auch mal etwas gefunden wird, was tatsächlich einen Unterschied macht in der Welt. So, hier noch eine Frage. Wie passen die härteren Lockdown-Maßnahmen zu einem demokratischen System? Hätten wir härter durchgegriffen, so wären wir finanziell besser aufgestellt. Aber ist das eine Gesellschaft, die sich in Deutschland etablieren soll? Nein, ist es nicht. Also ich glaube, also ein ganz wichtiges Kriterium für alle Lockdown-Maßnahmen ist natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz. Und das ist ja etwas, was wir die gesamte, also was uns ja durch die gesamte Krise begleitet hat. Also da gab es ja, und da gab es ja unterschiedliche Auffassungen, auch in den unterschiedlichen Lockdowns. Also wir waren am Anfang ja alle, ich würde sagen, die Stimmung im ersten Lockdown war ja relativ gut. Also da sind wir ja alle eigentlich mit diesen gemeinschaftlichen Anstrengungen durchgegangen. Wir haben das auch hingenommen. Da gab es auch relativ wenig Gegenbewegung. Und die Stimmung hat sich natürlich verändert im zweiten und in der zweiten und dritten Welle, wo es dann schon deutlich schwieriger war und wo klar war, dass man bestimmte Öffnungen machen muss, obwohl man eigentlich weiß, dass diese Öffnungen nicht, dass diese Öffnungen kontraproduktiv sind. Und das ist etwas, wo die Politik letztendlich abwägen musste, eine Abwägungsentscheidung treffen musste, die am Schluss uns möglicherweise sozusagen ein bisschen nach hinten zurückgeworfen hat, was die Anzahl der, auch der, ganz konkret der Corona-Toten angeht, was die Höhe des Wirtschaftswachstums angeht. Aber das ist das, was unsere Gesellschaft als den richtigen Weg empfunden hat. Und in einer Demokratie muss man genau um diesen Weg ständig ringen und muss letztendlich Mehrheiten dafür kriegen. Ja, ich glaube, Sie haben völlig recht, im ersten Lockdown, ich glaube, da war die Akzeptanz sehr, sehr hoch der Maßnahmen, der Lockdown-Maßnahmen, auch ganz einfach, weil wir nichts anderes hatten, ja. Es gab ja keine andere Möglichkeit, sich zu schützen, und ich glaube, der weitere Lockdown zu Beginn des Jahres hat dann natürlich, da waren die Leute frustriert, weil man natürlich auf den Impfstoff, der war da, der war zugelassen und es gab aber keinen in Deutschland. Ich glaube, das hat die Leute schon ziemlich frustriert, jedenfalls, was ich so gehört habe. Ich glaube, das spielt natürlich auch da natürlich mit rein. Aber wenn man keinen Impfstoff hat und den Menschen nicht anders schützen kann, dann muss man eben abwägen, ja, was geht und was nicht geht. Mhm. Gut, Herr Friedl, es war toll, Ihnen zuzuhören. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren tollen Vortrag. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause oder im Büro oder wo auch immer Sie sind, dass Sie dabei waren, dass Sie so tolle Fragen gestellt haben, mit uns diskutiert haben auf diesem Weg. Und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Es geht los, wieder pünktlich um 18.15 Uhr. Und nächstes Mal auch wieder mit einem ganz interessanten Thema aus der Medizin. Es geht nämlich darum, wie sich die Covid-19-Infektion oder auch die Corona-Impfung auf unsere Haut auswirkt. Ich verspreche Ihnen ein sehr interessantes Thema und ich hoffe, Sie sind nächsten Mittwochabend wieder dabei. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Frau.